Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloodborne mit mir, dem Dre, hier auf dem Kanal The Northern Way of Life. Mahlzeit. Ja, eine kleine Session für zwischendurch. Oh fuck. Und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was passiert ist, weil ich weiß es nicht mehr. Obwohl, wenn ich mich hier so... Wenn ich mir das hier so angucke... Nee, jetzt wurde ich invasiert. Ich fasse es nicht. Das fängt ja hervorragend an hier. Da ist er. Mal gucken, wie ehrenhaft er kämpft. Aber er wartet anscheinend noch. So, wollen wir mal gucken. Guten Tag. Alles klar, ja, das war jetzt kein so spannender Kampf. Ey, da war auch noch eine Schlange. Ey, come on, da war noch so ein scheiß Blutigel. Den hättest du mir noch... Oh, mein Gott. Ja, so sollte die Folge nicht anfangen. Fuck. Ja, das ist das Problem, ne? Wenn da halt, wenn diese finstere Glocke geläutet wird, dann kann jemand spawnen. Naja, gut, aber das ist ja nicht weiter tragisch, weil das war... Wo liegt denn das Zeug jetzt? Doch jetzt nicht... Er hat nicht mal er mich gekillt, wa? War tatsächlich dieser scheiß Blutegel, oder was das war? Oder war ich da hinten? Das kann natürlich... Ah, hier. Da liegen die Echos. Alles klar. Ja, ich weiß, dass du kommst. Ich muss die Laterne eben anmachen. Alter! Vielleicht sollte ich heute doch nicht mehr spielen? Alter, wenn ich mir das so angucke... Die sind nicht zu fassen hier. Ey, die sind... Ah. Jetzt fällt mir auch alles wieder ein. Was in der letzten Folge so passiert ist. Ey, diese Viecher gehen mir so auf den Sack. Vor allem kann man sie ja nicht richtig treffen. Ne, damit... Das schlägt er einfach rüber. Alter, ist doch zum Kotzen. Bin ich nicht beim letzten Mal bis zu der Tür... Genau, ich bin bis zum Tor rangekommen. Hab mich da einfach hoch... Ich bin hochgerannt. Gott. Da. Ich bin einfach hochgerannt da. Und ich würde sagen, ich besieg das Viech hier. Ach, jetzt weiß ich wenigstens, wo du diese Egelviecher her hast. Okay. Ey, da überlegst du echt, ob du die nicht einfach am Leben lässt. Das kann doch nicht sein. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ich meine, schwer und so, alles schön und gut, aber... Aber come on. Oh, ich hoffe, dass man das abstellen kann. Vorsicht vor Gift und... Ich meine wahrscheinlich das Beruhigungsmittel, wa? Man kann sich hier nicht mal in Ruhe umgucken. Siehst du mich hier schon? Nee. Ja, ich würde sagen, ich renne da einfach mal nach da oben hoch. Versuche durch diese Tür zu kommen. In der Hoffnung, dass ich dann diesen Wahnsinn hier abstellen kann. Alter Schwede, ey.
um mich dann hier mal genauer umzugucken, weil ich glaube, beziehungsweise ich weiß ja. Oh Gott, ey. Wieso machen diese Viecher so viel Schaden? Wieso ist meine Ausdauerleiste so kurz? Da muss ich echt mal gucken, ob ich da nicht mal meine Ausdauer... Ob ich die noch nicht noch ein bisschen gepusht bekomme. Guck mal, hier liegt auch noch ein Item. Hier liegen nämlich überall noch Items rum. Aber hier ist jetzt gar kein Wahnsinn. Das heißt, ich muss jetzt nur die Viecher hier noch umlegen, dann kann ich mich hier umgucken. Hohoho. Da hast du nicht mit gerechnet. Oh, da habe ich nicht mit gerechnet. Ich bin auch tatsächlich wieder am Überlegen, ob ich wieder auf die Axt wechsle. Oh, das war knapp. Hätte mich, glaube ich, damit getroffen, wäre ich am Arsch gewesen. Oh, da sind ja noch sehr viel mehr. Ach du Scheiße. Jetzt gucke ich mich hier erstmal um. Ob hier nicht irgendwo ein Hebel ist, mit dem man... Die Gegner einfach killt. So. Wieso kann das Spiel nicht einen Easy-Mode haben, hä? Nein, um Gottes Willen, wer will denn schon einen Easy-Mode? What the fuck? Wo kam das jetzt her? Von da oben, oder was? Von da hinten, oder was? Ich weiß nicht, wie mache ich es jetzt? Renne ich einfach an die Tür? Irgendwas muss ich machen. Ich renne jetzt hier hin und versuche die Tür zu öffnen und es geht. Okay, wenn ich Glück habe. Okay. Das ist ein Spinnenweben. Okay, ich dachte nämlich gerade, ja, dass deiner steht. Alles klar. Puh. Ist das die... Keine Gnade für... Ach, du Scheiße! Boah, nee, da muss ich mir erstmal... Ich habe hier so ein paar Bonsche liegen. Ich brauche ein bisschen Nervenaugen, glaube ich. Das ist ja... Spinnen! Ich glaube, in einer der frühesten Folgen, der früheren Folgen, habe ich noch gesagt, dass ich auf die Spinnen warte. Fuck! Boah, guckt euch die an. Ey, ist das ein Boss? Hab so ein bisschen Angst. Boah, hier ist alles voll mit den Viechern. Ich fass es nicht. Hier habe ich gesabbert. Steht da hinten die Glockenläuten oder ist das einfach nur eine Statue? Boah, bist du eklig, ey. Apropos eklig, Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen schmatze, aber ich brauche das jetzt mal ganz kurz. In Reihe eliminieren ist effektiv, das habe ich auch noch nie gelesen. Oh, hier geht's rein. Aha! Blöde Bitch. Ja, sie ist gegangen. Sie ist gegangen geworden. Alles klar, so. Hier war nix. Hier war der Durchgang. Alles klar. Okay. Aber gut zu wissen, schnell sind sie auch noch. So. Ach, wollt ihr mir hier Quecksilberkugeln andrehen? Ich brauche keine verdammten Quecksilberkugeln mehr.
Ich brauche. Oh Gott, guckt euch das mal an. Ist das eklig? Ich brauche Blutfiolen. Zeit für verborgene Fahrt. Endlich! Endlich! Nicht. Doch nicht. Das verdanken wir Kontakt. What? Ach komm, im Ernst jetzt? Mist! Oh Gott, habe ich jetzt die große gehauen? Die möchte ich ehrlich gesagt noch ein bisschen ignorieren. Oh Mann, ich weiß nicht. Na, falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf. Erstmal den und dann den. Ich weiß jetzt nicht, ob das so clever ist, weil jetzt. Alter, da wartet das sich auf mich. Wie krass. Nein, scheiße, hier komme ich ja nicht weiter. Nein, 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 nein. Tatsächlich, die kommen hier hochgekrabbelt. Alles klar. Immer schön einen nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Nein! Oh Gott, ich und meine Ausdauerleiste da. Ja, yeah, Quecksilberkugeln, endlich. Gut, dann baller ich die auch nochmal schnell runter. Oh, oh Gott, das war nur ein Schatten. So. Dann kommt die hier auch nochmal hoch. Und ich wechsle jetzt wirklich mal zur Axt. Ach fuck, ich hab die Axt gar nicht. Ich hab ja den scheiß Stock ausgewählt vorhin. Da bist du am Arsch. Schon wieder nur noch 7 Blutfiolen. Ey, ich fass es nicht. Aber mehr Spinnen sind hier nicht, oder? Come on. Na klar. Würde ich sagen, dir werfe ich jetzt. Wieso soll ich dich von hier unten? Nö. Ich stelle mich da oben hin. Ich schmeiße dir erstmal ein paar Molotows an. Bauch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah, ist sie schnell. Habt ihr das gesehen? Okay, aber ich glaube, die kann man so ein bisschen tricksen. Ja, yep, kann man. Ah. Mist. Ist sie echt so? Oh nein. Ohohoho. Nee, ich habe nur das Blitzpapier ausgewählt, ne? Na gut. Na gut. Oh, du blöde Bitch, du kannst doch nicht hier durch die Wände schlagen. Das ist nicht fair. Alter, die ist zu schnell. Wenn ich die von unten angreife. Es war so klar, dass sie mich dann damit erwischt. Oh, wow, 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 wow. Wo kommst du denn her? Boah, hätte fast das kleine Viech mich noch erwischt, oder was? Puh, ich verdammter Amateur, ey. Gut, das Blitzpapier ist jetzt leicht wasted, aber was soll's. Wundersam Ekelblut. Schamanenknochenklinge. 3 Stück und 3 Stück ins Lager. Ruhe. Das ist ein Verbrauchsgegenstand? Da, ja. Triff Gegner, damit sie ihre Orientierung verlieren. Okay. Mit grausiger Rückenmarkflüssigkeit bedeckte Knochenklinge. Wird von Wächtern des alten Labyrinths verwendet, besonders von denen, die Rituale leiten. Wird ein Opfer von der Klinge geschnitten, betäubt die grüne Rückenmarksflüssigkeit und stört
die grobmotorischen Fähigkeiten des Ziels. Die Klinge war nie für den Kampf gedacht und muss tief schneiden, um effektiv zu sein. Zerbricht leicht. Okay, man kann davon maximal 3 Stück tragen. Na gut. Zeit für Angreifer. Zeit für Angreifer. Zeit für Angreifer? Vorsicht vor Jäger, oh nein! Wo ist diese scheiß Klinge? Gucken, ob die mit dem auch funktioniert. Der da hinten, oder was? Oh, fuck, ey. Der da hinten, auf jeden Fall. Fuck, Leute. Ich bin gerade nicht... Was ist das dahinter? Oh, ich bin gerade echt nicht in der Verfassung für sowas. 3 Blutfiolen. Ja, der Mond ist wieder weiß. Hä? Okay, egal. Ach du Kacke. So einer bist du also. Und weg bist du. Drei Beruhigungsmittel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du kein richtiger NPC warst, sondern einfach nur so ein... Irgendwas. Oh, ich kann es kaum erwarten. Was kannst du kaum erwarten? Diese kritischen Mitteilungen immer, ey. Lasst uns diese Straßen säubern. Gott, keine Gnade für Kinder? What the fuck, ey? Was ist... das ist eklig. Da unten. Ach, die kenne ich doch, oder? Die habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Boah, warum bin ich denn so krass angespannt? Ich glaube, ich bin einfach noch nicht fit. Ich muss mal dazu sagen, dass ich noch gar nicht so lange wach bin und eigentlich wirklich nicht in der Verfassung bin, Bloodborne zu zocken. Erinnerst du dich an Falle? Hätte ich mal eine Mimik? Weiß man nicht, Digga. Gelbe Wirbelsäule, alter Vater. Aber das scheinen diese Ritual-Gegenstände zu sein, die man braucht, um die Gräber zu öffnen. Nee, euch kenne ich doch nicht, glaube ich. Nichts hier außer Dummköpfe. Oh, ich kann es kaum erwarten. Greift ihr mich an? Ja. Gut, ich weiß nicht, ob der mich jetzt hätte angegriffen. Sieht aber nicht so aus. Die gehen einfach nur ihre Route ab. Aber bevor die später irgendwie mir in den Rücken fallen, hau ich sie doch lieber jetzt um. Mann, 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 Mann. Ach, guck an, hier ist ein Hebel. Ich glaube, ich weiß, wo ich rauskomme, wenn ich diesen Hebel... Wenn ich diesen Fahrstuhl fahre. Nach unten. Ah ja, klar, nach unten. Tada, hier ist eine Laterne. Wunderbar, Abkürzung freigeschaltet, hat sich doch schon gelohnt. Da hat es sich doch schon gelohnt, das Anschalten.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich heute aufnehme. Wahrscheinlich nur diese eine. Mal gucken. Ich hatte einfach Bock zu zocken. Ihr kennt das. Wundersam kleiner Herr. Wundersam Klemme. Die, Alter, das sind ja richtig viele. Noch einer. Noch einer. Alter, wo bin ich? Bist du denn für einer da unten? Okay, dann säubern wir mal ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel auf einmal anhaue. Dann treffe ich einfach mal 3 Stück. Aber die scheinen mich ansonsten echt zu ignorieren. Bestientabletten, ja, die kannst du auch behalten. Damit kann ich immer noch nichts anfangen. Weil ich immer noch nicht genau weiß, wie die funktionieren und was man damit macht. Alter, aber wie viel Schaden die mittlerweile fressen? 1027 Damage, damit die down gehen, ey, wie crank. Vorsicht vor Amazone. War das dieser Schatten oder dieses... Das da, links, neben dem Pfeiler, könnt ihr das sehen? Keine Ahnung. Vorsicht vor Amazone. Ja, ah, okay, hier geht's runter, okay. Scheiße. Blaues Elixier, yay. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das macht. Oh nein, da steht einer. Mit einem Schwert? Das ist aber nicht die Amazone, oder? Alter, wie ruhig es hier auch ist. Das ist irgendwie sehr, sehr... Eingeweideangriff ist effektiv. Ja, das ist ja immer. Ach du Scheiße, ich habe keine Dings mehr, keine Blutfiolen. Was zum Teufel bist du? Du bist die Amazone? Gut, vergiss das mit dem Eingeweideangriff wieder. Kacke, ey. Ich bin am Arsch. Mit Ansage. Oh, fuck. Oh, nee. Oh, damn ich. 45.000 Echos. Aber gut, ich habe mit 0 angefangen, bin jetzt bei 23 Minuten. Habe ich irgendwas? Nö, die Spinnen. Aber sonst... Ja gut, und ein NPC. Ach shit, okay, da muss ich einmal ganz kurz... Oder... Ich kann da auch... Oder? Ich renne einfach hoch, komm, was soll's. Oh Gott, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, ey. Alter, ich habe auch so schon wieder keine Blutfiolen mehr. Ich muss demnächst mal echt eine... Blutfiolen-Farming-Session einlegen. Natürlich offscreen. Das müsst ihr euch ja nicht antun. Und jetzt werde ich mal ganz kurz von hier zum Traum des Jägers. Das ist natürlich jetzt Bullshit, ne? Ich hätte natürlich auch direkt dann von da... Ah, egal. Bitte seht's mir nach, ich bin nicht ganz fit. Ich werde auch wirklich nur diese eine Folge heute aufnehmen. Das hat ja keinen Sinn. Aber ich hatte Bock zu zocken. Nee. Ja. Basis. 23 Einsicht mittlerweile. Ich habe mal geguckt, es gibt ab... Was, bei 40 oder was? Bei 40 Einsicht? Bei 60 Einsicht gibt es auch nochmal was, was sich verändert? Dann hört man Babygeschrei oder so? Ausprobieren. Aber ich habe auch schon gehört, dass Einsicht irgendwann wirklich...
übermäßig da ist. Genau wie bei Dark Souls früher mit der Menschlichkeit. Am Anfang, im ersten Durchgang hast du Menschlichkeit, also immer wenn du welche gefunden hast, warst du so happy. Und so spätestens im zweiten Durchgang hast du die schon fast weggeschmissen. Also hat man natürlich nicht, aber man hat die so übermäßig oft bekommen. Oh, 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 oh. Der Fahrstuhl ist aber nicht ganz sauber. Bin ich da fast weggerutscht. So. Wer von euch... Vermutlich der, die das Dicke. Hat meine Blutechos, oder? Ach, nee, tatsächlich nicht. Fantastisch. Ha! Ich wusste es, dass sie mir irgendwann in den Rücken fallen. Schade, den hätte ich jetzt ausweiten können. Marcel, mit dem ich ja zusammen spiele, habe ich jetzt oft genug erwähnt. Sollte mittlerweile jeder mitbekommen haben. Der feiert den Ausweideangriff so hart. Kann ich auch verstehen. Ich finde ihn auch echt cool gemacht. Da, zack. Das ist schon cool. Und wenn ich mich so zurückerinnere, Dark Souls, da habe ich auch echt... Also staggern oder backstabben halt. War eigentlich das Coolste überhaupt. Von hinten ran. Zack. Und vor allem jede Waffe hat eine eigene Animation. Das ist hier natürlich jetzt weniger, dadurch, dass du hier nur dieses Ausweiden hast. Aber, ja. Das sieht trotzdem irgendwie cool aus. Und da sind sie. Alter, jetzt habe ich schon 50.000 wieder. Leck mich am Arsch. So, jetzt gehe ich nicht so feige an dich ran. Jetzt mache ich dich kaputt, Mädel, Junge, whatever you are. Und da war's das. Alles klar. Nichts hier außer Basis. Mhm. Oh Gott. Alter, das ist so geil. Ach, Alter, da war sie schon ausgewählt. Scheiße. Ach Gott. Nee, hier muss irgendwas noch sein. Wo bin ich überhaupt? Ich bin ja irgendwie in einem Albtraum oder was? Hm. Standardgegner. Fuck. Okay. Wat? Was? Das ist schon übel, ey. Hinweis ansehen. Fürchte dich vor Schleichangriff. Ich soll mich vom Schleichangriff fürchten? Ja, wenn ich die Lütten nicht gekillt hätte, dann hätten die mich jetzt wahrscheinlich... Du hier, oder was? Wieso hast du so ein Skyrim-Helm auf? Hallo? Ich könnte mir echt vorstellen, dass wenn man die Lücken da oben ignoriert hätte, dass sie jetzt ein... Haben die Armbrüste? Ja. Dass sie dann jetzt hier runtergekommen wären und einem die Hölle heiß gemacht hätten. Boah. 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 Scheiße! Oh. Was? Ja, das hättest du vorher gemacht. Oh, 2 Sekunden. Scheiße. Naja. Ich würde sagen, das war's für heute. Bisschen was geschafft. Vielleicht mache ich morgen weiter. Mal gucken. Danke fürs Zusehen. Na komm. Ich hoffe, diese kleine Zwischensession hat euch nicht zu sehr abgeturnt und ihr bleibt noch weiter dran. Ich bin der Dre, ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.
Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Außerdem findet ihr uns auf Google+, Facebook und Twitter, wo ihr noch mehr Infos bekommt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.